Da wusste ich natürlich noch nicht, dass ich heute Morgen beistehen würde, um mich für eine Position im Sekretariat des Europäischen Gewerkschaftsbundes zu bewerben. In meinem weiteren Berufsleben war ich mehrere Jahre lang als internationale und europäische Gewerkschaftssekretärin für die Deutsche Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft tätig. Damit wurde die europäische Arbeit selbstverständlicher für mich. Und ich habe in dieser Zeit wertvolle Erfahrungen gesammelt, insbesondere zur europäischen Branchenpolitik, zur Liberalisierungspolitik und zum sozialen Dialog, die ich nun einbringen kann. Heute präsentiere ich mich als eure Kandidatin und bin mir sicher, dass meine vielfältigen beruflichen Erfahrungen der letzten zwei Jahrzehnte für meine neue Aufgabe in Brüssel eine solide Basis darstellen. Vor allem die letzten sechs Jahre als Abteilungsleiterin beim DGB in Berlin brachte mir großes Erfahrungswissen, auch in der Arbeit mit Parlament und Lobbyarbeit und bei der Durchführung von Kampagnen und medienwirksamen Aktionen. An dieser Stelle möchte ich natürlich ganz besonders mich beim DGB und meiner Organisation bedanken, dass Sie mich hier als Kandidatin präsentieren. Namentlich bei Annelie Gründenbach in Reserve, Gabi Bischof und dem gesamten Bundesvorstand des DGB. All dies, meine Erfahrung als Gewerkschafterin, als Wissenschaftlerin, als Beraterin, aber auch ganz besonders meine betrieblichen Erfahrungen in meiner Zeit als Assistentin des Opel-Betriebsrates Mitte der 90er Jahre, sowie mein Engagement für die europäische Frauenbewegung, bringe ich nun ein und versichere euch allen Elan und meine ganze Kraft für die neue Aufgabe einzusetzen. Ich mache mir keinerlei Illusionen über die Fülle der Verantwortung, der Aufgaben, der Herausforderungen, die das neue Sekretariat und wir alle miteinander zu bewältigen haben werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in den letzten zwei Tagen war schon viel vom europäischen Traum die Rede. Einer der Gründungsväter der EU, Konrad Adenauer, prägte vor vielen Jahren das Zitat: Die Einheit Europas war zunächst ein Traum weniger. Sie wurde eine Hoffnung für viele, sie ist heute eine Notwendigkeit für uns alle. Von dieser Notwendigkeit bin ich, sind wir alle überzeugt und wir haben die Aufgabe, diejenigen, die davon noch nicht überzeugt sind oder auch diejenigen, die sich gerade wieder abwenden, mitzunehmen und diese Überzeugung weiterzutragen. Wir haben es gehört, nicht weniger Europa, sondern mehr, aber anders. Das ist unsere Botschaft. Ich freue mich auf die Arbeit am internationalen Team, den Austausch mit euch und die gesamte Arbeit, die vor uns liegt. Eine deutsche Schriftstellerin verdankt mir folgendes Zitat: Wer die Welt verbessern will, muss tiefer träumen und wacher leben. Ich möchte gemeinsam mit euch unseren Traum von einem gerechteren sozialen Europa vertiefen, dafür wacher, bewusster leben und uns alle miteinander stärken. Ich bitte um euer Vertrauen und eure Stimme.